Ja, vielen Dank, liebe Denise. Ich möchte zuerst einmal sagen, dass ich wirklich überwältigt bin von der großen Anteilnahme und der Welle der Solidarität, die meine Frau und ich seit gestern am Abend erfahren. Man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, aber es haben sich bis jetzt wirklich Dutzende Menschen bei uns gemeldet, aus dem Kreise der Grünen, aber auch aus allen Teilen der Gesellschaft, die entsetzt sind über das, was da berichtet wurde und die aber auch ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse mit uns teilen wollen. Und mir ist wichtig, auch im Namen meiner Frau Danke zu sagen und auch diesen Menschen und allen anderen, die jetzt Anteil nehmen an der Sache, zu sagen, wie viel uns das bedeutet. Also es ist wirklich total wertvoll und schön zu sehen, wie viel Mitgefühl die Menschen noch haben. Wir haben uns die Situation, in der wir jetzt sind, und das ist wirklich eine furchtbare Lage. Ich glaube, viele Menschen können sich das gar nicht vorstellen, wie es einem geht und wie es vor allem auch meiner Frau geht. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Ja, wir waren von Anfang an haben wir nicht die Öffentlichkeit gesucht, sondern wir wurden von unserem Gegenüber eigentlich regelrecht in eine rechtliche Auseinandersetzung gezwungen. Und wir wollten, und das ist bis heute so, uns immer nur gegen diese unglaubliche Verleumdung wehren. Dabei wollen wir es im Moment auch belassen. Also ich verstehe, dass viele Menschen, auch die Öffentlichkeit, auch die Medien, ein großes Interesse daran haben, jetzt mehr zu erfahren, die ganze Geschichte zu erfahren. Aber wir wollen eigentlich die ganze Sache nur hinter uns bringen. Das war von Anfang an das unser Ziel. Weil eigentlich weder die Lena Schilling noch die Grünen sind unsere Gegner. Ganz im Gegenteil. Also wer mich kennt und in den letzten Jahren erlebt hat, weiß, dass das mit Sicherheit nicht meine Gegner sind. Und wir kennen die Lena Schilling auch schon seit vielen Jahren. Also das ist uns eine Person, die wir eigentlich sehr gut zu kennen geglaubt haben. Wir wissen aber leider auch, wie es der Lena wirklich geht und machen uns sehr große Sorgen um sie. Also trotzdem, dass wir schockiert sind und uns angegriffen fühlen und auch ein bisschen entsetzt sind über die Art und Weise, wie da jetzt reagiert wird, haben wir trotzdem große Sorgen, weil wir wissen, dass es der Lena Schilling nicht gut gehen kann und wir hoffen, dass sie bald die Unterstützung bekommt, die sie wirklich braucht. Und da rede ich nicht von einer Pressekonferenz und dem Rückhalt von Parteipolitikern, sondern von einer ganz anderen Form von Hilfe. Ich hoffe aber auch, dass alle verstehen, dass wir uns an einem gewissen Punkt einfach schützen müssen. Wir können auch nicht akzeptieren, dass irgendwelche Menschen uns unterstellen, wir würden eine Kampagne fahren oder wir würden falsche Dinge behaupten. Wir haben uns von Anfang an, ganz im Gegenteil, gegen Verleumdungen, gegen Lügen, gegen falsche Behauptungen gewehrt. Und das werden wir auch bis zum Schluss machen. Sebastian Born-Mehner, die ganze Geschichte nachzulesen auf oe24.at. Und wir werden natürlich auch den ganzen Nachmittag und Abend darüber berichten. Sobald es Neues gibt, werden Sie es bei uns erfahren.